Ich habe mir Ihre Einnahmen und Ausgaben genau angesehen. Sie sehen ja, ich kann Ihnen keine erfreuliche Nachricht machen. Herr Sommer, Sie müssen sich unbedingt überlegen, wie Sie Ihre Kosten decken wollen. Herr Geldermann, das ist mir bewusst, aber in der letzten Zeit war es einfach wirklich schwierig. Gucken wir uns das mal genauer an. Zuerst einmal, Ihre Umweltschutzmaßnahmen sind wirklich vorbildlich, aber die waren auch ganz schön teuer. Vielen Dank, ich weiß, aber das ist mir auch wirklich sehr wichtig. Ökologische Ziele in einem Unternehmen zu verfolgen, ist wirklich lobenswert. Aber auch andere Posten tragen zu den ziemlich hohen laufenden Kosten bei. Ihre Personalkosten sind viel zu hoch. Ja, die Personalkosten sind wirklich hoch, aber Kündigungen kann ich sozial nicht verantworten. Und so einfach ist es auch nicht. Das Weihnachtsgeld kann ich nicht einfach streichen, das habe ich meinen Angestellten versprochen. Ja, das verstehe ich. Und zufriedene Mitarbeiter bringen auch höhere Leistungen. Aber wenn das so weitergeht, dann ist bald keiner mehr zufrieden. Ich hoffe doch auch, dass sich die Lage bessert. Meine Umweltschutzmaßnahmen haben sicherlich einen Werbeeffekt. In der letzten Woche standen wir sogar in der Zeitung. Und ich denke, langfristig rentiert sich das. Und außerdem wird die Umwelt nicht so stark belastet. Ökologische, soziale und ökonomische Ziele sind nicht immer einfach unter einen Hut zu bekommen. Und es wäre wirklich toll, wenn Ihre Rechnung aufgeht. Aber als Steuerberater muss ich Ihnen auch sagen, dass Sie unbedingt wieder schwarze Zahlen schreiben müssen. Sonst sieht es düster aus für Ihren Betrieb.